Nostalgie. Hey Leute, Martin hier und willkommen zu den Bree News. Ja, bevor wir zum Nostalgieschub schlechthin kommen, möchte ich natürlich noch zwei andere Themen abgreifen. Und zwar das erste Thema mal wieder Risen 3. Ich werde euch vorwarnen müssen, immer wenn kleinere Informationsschnipsel zu Risen 3 auftauchen werden, werde ich wahrscheinlich hier in den Bree News darüber reden. Ich bin ein Fanboy, das gebe ich zu. Und deswegen müsst ihr mal das ein bisschen nachsehen, dass ich das gerne immer, dass ich jede Information, was Risen 3 betrifft, auslutschen werde bis zum geht nicht mehr. Und ja, jetzt ist ein Teaser aufgetaucht zu Risen 3. 30 Sekunden geht der, glaube ich. Ihr seht den hier dann auch im Loop, weil ich werde länger als 30 Sekunden darüber reden. Und ja, der Teaser wird wahrscheinlich nicht die Ingame-Grafik sein. Das vermute ich einfach mal ganz stark, habe ich so ein Gefühl. Und es zeigt halt, wie so ein Ritter, wie so ein Krieger halt gegen so einen Schattendämon kämpft. Mehr sieht man auch gar nicht. Dann kommt das Logo und das war's. Das gibt aber schon so ein bisschen Hinweis, worum es gehen wird. Es wird natürlich um die Titanen gehen und um die Titanen-Lords. Aber wahrscheinlich werden das so die Standardgegner sein, so Schattenwesen und so und sowas. Solche kleinen Teaser, das macht Piranha Bytes schon ganz gut und andere Firmen auch. Also solche Teaser, wenn man sich da wirklich für interessiert, die regen ja das Interesse an. Und bei mir ist das Interesse sehr geweckt. Vielleicht werden wir ganz viele Cutscenes haben, die dann so eine Grafik haben werden. Das wäre geil. Und vielleicht überrascht uns Piranha Bytes ja mit der Ingame-Grafik, obwohl ich das gelesen habe, dass die Ingame-Grafik eine aufgebaute Version von Risen 2 sein soll. Und ich habe natürlich auch schon ein bisschen Gameplay gesehen. Ja, es gibt so Videos, wo auch ein bisschen Gameplay schon zu sehen ist in den Anfangsphasen. Aber ich bezweifle, dass das hier Ingame-Grafik ist. Ist auch nicht zu erwarten. Aber wenn wir ein paar Cutscenes bekommen würden, die so aussehen, eine Firma, die das richtig gut macht, ist zum Beispiel Blizzard. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von den Spielen. Ich spiele kein WoW und auch kein Warcraft. Aber Alex zum Beispiel, wenn der neben mir sitzt und das zockt, dann gucke ich und dann kommen die Cutscenes. Und bei den Cutscenes bin ich auch gefesselt, weil die kann Blizzard richtig gut, haben aber gar nichts mit der Ingame-Grafik zu tun. Besonders bei WoW, die Grafik ist so veraltet, die Ingame-Grafik. Aber die Cutscenes sind phänomenal. Wenn Risen das hinkriegt, gute Ingame-Grafik und bombastische Cutscenes, dann wäre das doch schon mal nett. Ja, das zweite Thema. Da muss ich euch wieder eine schlechte Nachricht bringen. Kennt ihr Age of Empires? Was für eine dumme Frage ist das eigentlich? Gerade als ich diese Frage gestellt habe, habe ich gemerkt, wie dumm das ist. Wer kennt Age of Empires nicht? Ich bin nicht der größte Echtzeitstrategiefreund, aber so ein paar Echtzeitstrategiespiele haben mich schon begleitet. Und dazu gehören Age of Empires 1 und 2. So, und danach ist die Serie so ein bisschen in der Senke verschwunden. Es gab noch Empire Earth und Age of Empires 3 gab es, glaube ich, auch. Aber so richtig viel hat man davon nicht gehört. Und jetzt gibt es wieder ein Lebenszeichen von Age of Empires für Mobile. Schon wieder wird eine tolle Spieleserie wiederbelebt und dann aber durch eine Mobile-Version verkrüppelt. Ja, Rollercoaster Tycoon jetzt kürzlich erst. Da gab es dann noch die Wende, ja, es wird auch eine PC-Version kommen. Bei Age of Empires hat man das bisher noch nicht so kriegt und ich finde es katastrophal. Auch Dungeon Keeper wurde die Mobile-Version kaputt gemacht und was ist dieser Mobile-Schwachsinn? Es gibt geile Mobile-Spiele. Ich werde da vielleicht hier auf diesem Kanal auch mal ein paar kennt ihr eigentlich machen, um euch ein paar Mobile-Spiele vorzustellen, die ich gerne spiele. Aber die sind dann speziell für Mobile entwickelt. Und das Argument zieht jetzt nicht, weil das wird ja auch für Mobile entwickelt. Aber es sind keine Spieleserien, die es vorher irgendwo groß gab und die jetzt klein gemacht wurden für Mobile. Die wurden eigenständig für Mobile erfunden und was weiß ich. Und Age of Empires ist eine geile Spielereihe, die für PC kommen soll. Und kommt jetzt für Handys. Das ist, ich meine, ich kann euch jetzt neben Age of Empires und dem eben genannten Rollercoaster Tycoon und Dungeon Keeper, was wurde noch kaputt gemacht? Ach ja, Plants vs. Zombies auch. Diese Mobile-Kacke regt mich dermaßen auf. Das wird hier gerade zum Rant von meiner Seite aus. Aber Entschuldigung, das kann nicht wahr sein, was da gerade passiert und abgeht in der Spielewelt. Irgendwann, weiß ich nicht, wird von jeder geilen alten Spieleserie kommt dann irgendwie eine Nachricht, ja, die wird wiederbelebt. Und wir so, yeah, geil. Übrigens, fürs Handy, ja, statt dem schön auf dem PC spielen zu können mit geiler Grafik oder vielleicht sogar auf der Konsole, was weiß ich, könnt ihr das jetzt auf dem kleinen Handy oder auf dem iPad, aber trotzdem, Bullshit! Ja, Nostalgieschub.
das war der Sketch am Anfang und ich komme jetzt dazu. Und mein Herz geht auf. Die Nachricht gerade erst gelesen, direkt bei Nut Games gepostet und jetzt rede ich hier in den Breen News darüber. Oh mein Gott, ich wiederhole mich nochmal, mein Herz geht auf. Kennt ihr Humongous Entertainment? Vielleicht sagt euch der Name nicht, aber lügt nicht. Ich behaupte, dass jeder oder fast jeder mindestens ein Spiel von Humongous Entertainment gespielt hat, auch wenn er nicht genau weiß, was Humongous Entertainment ist, aber wenn die Spiele, wenn ihr die Bilder seht von den Spielen von Humongous Entertainment, dann werdet ihr mir zustimmen. Jeder hat als Kind ein Spiel von dieser Serie gespielt. Ich nenne euch jetzt ein paar Namen. Putt-Putt, Freddy Fish, Pajama Sam, Spy Fox. Diese vier Leute und einen davon oder vielleicht sogar alle kennt ihr bestimmt, da bin ich mir sicher. Vor allem, weil ihr ja schön mein Spy Fox und das Milchkartell Let's Play gesehen habt, nicht wahr? Auf meinem anderen Kanal, auf meinem jetzt stillgelegten Let's Play Kanal. Und ja, ich bin ein riesen Freund von diesen Spielen. Ich habe zwar nur das Milchkartell gespielt und noch einen anderen Spy Fox Teil, glaube ich. Und von den anderen Spielen habe ich damals auch so ein bisschen was mitbekommen. Kann sein, dass ich da auch Demos von gespielt habe, aber nicht so wirklich. Aber trotzdem weiß ich, dass die Firma für gute Kinderspiele steht. Jetzt kommen wir zur eigentlichen News. Ich laber jetzt schon viel zu viel. Die Spiele kommen auf Steam. Sie kommen auf Steam. Sie werden released nach und nach ab dem 17. April. Das ist, glaube ich, heute. Ist heute der 17.? Ich habe gerade nichts hier, um das Datum zu bestätigen, aber ich sage einfach mal, heute ist der 17. April. Keine Ahnung. Ab dem 17. April kommen diese Spiele auf Steam. Nach und nach werden sie dann released. Und ihr könnt... Entweder könnt ihr euren Neffen und euren Nichten und euren Enkeln oder was weiß ich, euren Kindern, was weiß ich, wen ihr da habt, diese Spiele zeigen. Das sind nämlich wirklich die besten Kinderspiele meiner Meinung nach, die es so gibt, die besten Kindervideospiele. Oder ihr spielt einfach selber und schwelgt in Nostalgie. Das bleibt alles euch überlassen. Aber als ich diese Nachricht gehört habe, habe ich mich riesig darüber gefreut. Und ja, dann wacht das Kind in mir auf, das sozusagen. Also ich bin ja sowieso ein Kind gefangen im Körper eines dicken Erwachsenen. Da werde ich vielleicht in einem Labersonntag mal drüber reden, wie kindisch ich wirklich bin. Aber das ist wirklich eine Nachricht, da habe ich mich gefreut. Einfach so, ach, schön, werde ich mir vielleicht auch ein paar Spiele noch kaufen. Einfach um nochmal zu gucken, vielleicht die Spy Fox Reihe. Einfach um mir die nochmal anzugucken und die mit meinen Neffen zu spielen. Ja. Einfach eine fröhliche Nachricht, die Sonne scheint draußen und wir kriegen so eine erhellende Nachricht. Ich finde das nett und ihr könnt über mich sagen, was ich wollte. Okay, aber ich freue mich darüber und werde dem auf jeden Fall ein oder zwei Titel mir holen und auch spielen. Ja, und das waren sie wieder, die Breen News am Karfreitag. Auch an einem Feiertag mache ich nicht halt, euch ein paar News zu bringen. Und ja, ich wünsche euch frohe Ostern, schöne Feiertage, feiert schön mit der Familie, sucht eure Eierchen und esst eure Schokohasen und was auch immer. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's bis dahin gut und haut rein.